Ja, da kam der Abend. Es ist ganz merkwürdig, aber ich habe herumgedruckst. Ich wusste nicht, kann ich das von meinen Eltern erwarten? Kann ich erwarten, dass meine Eltern mich verstecken mit ihrem eigenen Leben? Denn wenn sie mich erwischt hätten, hätten sie meine Eltern genauso erschossen oder an den nächsten Baum erhängt wie mich. Also das war gar keine Frage. Kann ich das erwarten? Kann man das von Eltern erwarten? Dass meine Eltern ja sagen, war mir eigentlich auch schon völlig klar. Es ist mir sehr schwer gefallen, diese Frage oder die Idee auf den Tisch zu bringen, das zu machen. Na gut, ja, mein Vater hat gesagt, pass auf, dann müssen wir uns mal etwas überlegen. Wir werden deine Uniform jetzt hier komplett verbrennen. Wir werden diesen versiegelten Aufschlag mit den Papieren aufmachen. Das taten wir. Ich hatte auch eine Pistole mit, eine 08. Die hat mein Vater so auseinandergenommen und gesagt, die schmeißen wir weg. Das war ein Fehler, heute sage ich, das war ein Fehler meines Vaters. Aber damals war ich natürlich auch mit allem einverstanden. Auf jeden Fall hat mein Vater gesagt, wir müssen dich in die, wir hatten auf dem Hinterhof, so ein kleiner Hof war das, da tobten drei oder vier oder fünf Hühner rum, ich weiß das heute nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, da musst du reingehen am Tag, denn ich habe ja einen öffentlichen Laden. Und wenn die Kettenhunde kommen, die sind ja brutal, die treten ja sofort mit dem Fuß die Tür ein, zu der Küche hin, zu wo meine Mutter und wo wir auch dort, wo das Leben stattfand. Und die werden dich sofort haben. Du musst am Tage, wenn ich den morgens um 7 den Laden öffnete, musst du schon gefrühstückt haben und musst unten in dem kleinen Holzhaus bei den Hühnern, die schmeißen wir raus, die hauen sowieso ab, wenn du da reingehst. Und da werde ich diese Tür kaschieren mit alten Säcken und Arbeitsgeräten, also so Gartengeräten, dass die Tür nicht mehr erkennbar ist. Das baue ich dir und du kriegst einen Stuhl, einen Hocker da rein und dann musst du den Tag über verbringen. Anders geht das leider nicht. Das tat ich. Wenn man das haben wir getan. Wir haben festgestellt, dass in den Papieren, und das war ganz wichtig, das haben wir dann erst erkannt, mein Wehrpass war. Denn es war üblich, wenn man Soldat wurde oder überhaupt, wenn man das 18. Lebensjahr erreicht hatte, bekam man bei den Nazis einen Wehrpass. Das war wie so ein Pass mit so einer doppelten, wunderbar gedruckt mit Nazi-Emblem drauf und so weiter. Und wer in dem Besitz eines Wehrpasses war, konnte nicht Soldat sein. Denn in dem Moment, wo man Soldat wurde, wurde der Wehrpass eingezogen, man bekam ein Soldbuch und mit diesem Soldbuch war man Soldat. Und wenn man wieder entlassen wurde, wenn überhaupt, bekam man seinen Wehrpass wieder und musste das Soldbuch abgeben. Also, jetzt war ich aber in dem Besitz des Wehrpasses. Das war also ganz wichtig. Mein Vater erkannte sofort und gesagt, das ist gut, du hast den Wehrpass. Das müssen wir nur noch ein bisschen da was machen in dem Wehrpass, dann bist du also praktisch ein Zivilist, wenn man das genau prüft. Aber wir wollen mal so weit nicht denken. Du musst am Tag bei den Hühnern bleiben und mittags zum Mittagessen schließe ich den Laden ab in der halben Stunde und dann mache ich wieder auf, muss ich ja aufmachen und dann wirst du überpflegt und dann musst du den Rest des Tages da verbringen. Und so taten wir das. Und jeden Abend, wenn dein Laden nun wieder geschlossen war und ich endlich die stinkenden kleine Kiste mit den Hühnern, die dann langsam wieder in ihren Häuschen zurückkehrten, endlich verlassen konnte. Es war grau, der Gestank war, erinnere ich heute noch, grauenhafter Gestank, wenn man den Tag da verbringen muss. Dann machte mein Vater immer Folgendes, dann gingen wir nach nebenan ins Schlafzimmer, wo der Radioapparat war, machten eine Wolldecke darüber. Und es wurde England eingestellt. Und dann konnten wir immer genau feststellen, oder mein Vater, wo die Engländer jetzt waren und wie viel Zeit wohl noch nötig war, die wir hier zu überstehen hatten, um den Krieg zu überleben. Das war also, dieser Abend war immer ganz wichtig. Und dann hatte er so kleine Stecknadeln mit so Perlenköpfen und er wurde immer genau in den Plan abgesteckt, wo die Engländer waren. Also das war die nächste Zeit. Nun muss man sich natürlich das Ganze vorstellen. Wir hatten ja schon in der Wohnung meiner Eltern, die Scheiben waren ja so gut wie alle raus. Da war nur noch Pappe vor oder Sperrholz. Und das große Fenster, da hatten wir zwei notdürftige Scheiben bekommen, mein Vater für das Schaufenster. Also das war alles ja ganz primitiv. Und deswegen hatte mein Vater hinten in dem Gartenzaun, das war so eine kleine Tür, eine Kontaktschwelle eingerichtet, dass wenn jemand
hinten auf den Hof kam, wo die Hühner dann ja auch waren, in der Nacht ja nicht, aber am Tage, dann ging eben drinnen bei meinem Vater ein kleiner Summer an. Da wusste man, aha, in der Nacht, es ist jemand in unseren Hof gegangen. Und wenn er in unserem Hof war, konnte er ja durch diese Papp, das war ja keine Isolierung in dem Sinne, konnte er genau mithören, was wir da taten oder ob wir vielleicht Feindländer hörten und so weiter. Das war also ganz gefährlich. Deswegen hatte er diese Kontaktstelle eingerichtet. Das war also sehr clever von meinem Vater gedacht. Und genauso fungierte das. Es kam aber auch keiner. Jetzt war eines Tages wieder ein Fliegerangriff. Und da kam wieder irgendwo und da fielen auch ein paar Bomben. Und meine Eltern gingen natürlich sofort raus auf die Straße in den großen Bunker in der Reeperbahn, den es heute noch gibt. Das war damals schon der Luftschutzbunker, heute ist es ein Parkplatz. Und mussten sich ordnungsgemäß dort einfinden, damit die auch nicht auffällig wurden. Ich durfte natürlich nicht mit. Bin also unten im Keller stehen geblieben und ich weiß, da fielen doch ein paar Bomben und da wieder, scheiße, dieses alte Haus, wenn hier eine Bombe fällt, dann bist du sofort verschüttet. Spring raus jetzt. Da ist ein Bombentrichter, geh in den Bombentrichter rein und verharre dort. Bin also raus in den Bomben, weil ich gedacht habe, wenn eine Bombe fällt, direkt auf meinen Kopf, dann habe ich Pech gehabt, bin ich eh weg, spielt eh keine Rolle mehr, aber vielleicht passiert ja nicht. Und als ich in dem Trichter so mich duckte und saß, da sah ich plötzlich, wie ein Mann über den Hof ging und hinten auf unseren kleinen Hof die Tür aufmachte, eine Pappschachtel da, eine Art Fenster eindrückte und in unsere Wohnung ging. Wenn sie dann in so einem, in dem Bunker, habe ich heute natürlich erst gesagt, den schnappe ich mir. Damit bin ich verrückt. Ich darf mich überhaupt nicht sehen. Wenn der mich sieht hier, dann haben meine Eltern überhaupt keine Chance. Die haben mich in der Hand. Ich muss ganz geduldig mich hier ducken und warten, was jetzt passiert. Da kam dann mit zwei Stangen Zigaretten unterm Arm, kam da wieder rausgesprungen, ging wieder über den Hof, bei mir an dem Trichter vorbei, also wirklich, ich würde sagen, 2 Meter entfernt, so in etwa. Ich konnte aber auch nicht erkennen, es war so dunkel, wer das nun war, sonst hätte ich den vielleicht noch erkannt, aber hatte 2 Stangen Zigaretten gestohlen und ich hatte pariert und hatte den Mund gehalten und schön still gehalten, damit da nichts passiert. Mein Vater musste natürlich, als er wieder da war, die Meldung machen, weil Zigaretten waren ja sehr wertvoll. Und wenn 2 Stangen fehlten, musste er das melden. Die Folge war, jetzt kam ein Kriminalbeamter ins Haus, der den Fall aufnehmen musste. Nun war wieder eine Gefahr, drohte erneut. Und ich weiß nur, dass mein Vater, mit dem, das war natürlich ein älterer Mann, der konnte ja nicht mehr Soldat werden, alle anderen waren ja Soldat. So ein Kriminalbeamter konnte ja nur schon bei einer 80, wollte ich sagen, eine 80 war natürlich nicht, aber wahrscheinlich war 70 oder so. Der schob mein Vater 2 Zigaretten hin und dann sah er den Fall auch schon ganz anders. Und somit ging diese letzte Geschichte praktisch spurlos an uns vorüber. Und dann war endlich der 5. Mai und die Engländer konnten Hamburg einnehmen und ich konnte mein Versteck verlassen und die Arme ausbreiten und sagen, Mensch, wir haben überlebt. Aber wenn man heute überlebt, wenn ich heute überlege, Fröhlichkeit wollte nicht aufkommen. Wir waren beide noch so geschockt davon, oder meine Eltern auch. Wir haben geweint, wir haben kaum was gesagt. Wir waren nur überglücklich, dass wir diesen Krieg, den Hitlerkrieg, überlebt hatten. Das ist der letzte Gedanke gewesen, den wir hatten. Und dann kam, Gott sei Dank, Friede.